Sodala, jetzt ziehen wir mal Inka. Haben mir sogar Lead gegeben für eventuelle Pulltermer, das ist ja gar nicht schlecht. Ich war jetzt halt. Boah, wie lange ist denn das jetzt her? Bestimmt 4 Monate war ich jetzt hier nicht mehr drin in der Instanz, ne? Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, was für Effekte wir haben. Ich glaube, die Blutlachen haben wir, ne? Oder sind es die Blutlachen? Ja, das sind die Blutlachen, okay. Ja, die rennen halt jetzt hier durch die Blutlachen, durch die Mobs. Aber gut, ist eh egal. Es ist doch nicht der andere Effekt, der ich dachte es. Ich kann mir nicht merken, wie die Effekte heißen. Ich sag's euch. Ich kann es mir ums Verrecken nicht merken. Können jetzt mal alle sterben hier. Macht denn die Gruppen mal Schaden? 200k, naja, also im Moment mache ich nur am meisten, ne? Wenn das alles durchgeht, also es haut hier schon ein gutes Stück mehr rein. Ist jetzt, was ist denn das für ein Kind? 18er, ne? Naja. Wollen wir nicht in der Lache hocken haben. Hier, der ist gerippt. Dann können wir jetzt den hier nehmen. Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich nicht wirklich einen Plan, wie ich die Mobs jetzt pullen soll am besten. Mal, den tun wir mal desorientieren. Mal, sollten wir mal rausgehen. Jetzt kann ich sie nochmal. Ja, das war jetzt kacke genockt tatsächlich. Aber ich wollte die Heilung unterbrechen. Warte mal, ist der eine da unten jetzt noch? Ach, Hergerland, komm hoch jetzt. Den Ele will ich nett machen. Nicht kicken, weil die hauen, also die Akas von denen haut tatsächlich schon relativ gut rein, ne? Also. Ich hab halt den Nock erst gleich wieder. Ah, jetzt ist er in der Dings drin. Läuft in die nächste Ding rein, okay, haben wir ihn raus. Wir müssen den Blob oben machen. Bin gerade überlegen, hab ich die Inni? Doch, die muss ich ja schon gemacht haben. Mit dem Ding, aber den können wir einfach hier oben töten. Ich hätte den jetzt gar nicht runtergezogen. Aber der dürfte ja jetzt nicht durch das Blut profitieren, oder? Nee, weil er in einer anderen Phase ist. Perfekt. Heiler könnte langsam mal hier ein bisschen mitkommen. Müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Will ihn eigentlich dann da hinten ablegen, wo die jetzt stehen, so in etwa, ne? So Pi mal Daumen, aber. Okay, jetzt ziehe ich ihn hinten rein. Hier lege ich das Portal ab, hier in der Ecke. Okay. Also mit dem könnte man sicher hier auch die Mobs skippen. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so blöd, die einen zu skippen, ne? Wisst ihr, weil der. Also die Gruppe ist eigentlich echt ätzend. Aber. Ja. Mal, die desorientieren wir jetzt mal. Mit dem Hochschleudern, das ist halt immer nervig. Eigentlich können wir die beiden auch machen. Die Mobs hier am Anfang sind eigentlich ein gutes Stück einfacher. Aber ich würde erst die Pad ziehen, dann kann ich mich da CDs reinhauen. Weil ich habe jetzt eigentlich alles ready. Ah, geht doch. Ah, fuck, ich habe. Das war jetzt ziemlich dumm. Musst jetzt haben wir die natürlich hier an der Ecke dran. Ja, vielleicht ein bisschen anders spielen sollen, tatsächlich.
Ich hätte die anderen Mobs nicht an der Ecke töten sollen. Alter, das kannst du knicken. Ich muss da ein bisschen rausgehen. Alter, die hauen so Damage rein. Ich habe jetzt alle. Ich kann jetzt noch ein GS ziehen. Das war's dann eigentlich. Wir müssen die interrupten, die Mobs hier. Problem ist, ich krieg halt durch den Falling Damage auch schon so viel rein. Die müssen wir interrupten. Nein. Das ist unser Todesschlag jetzt. Ich habe halt jetzt nichts mehr. Ich kann sie jetzt nur einmal wegkicken. Die Heilung müssen wir interrupten. Weißt du, warum die gekommen sind? Ich habe mein Motorrad gezündet. Und das Bittere ist, das Motorrad kam halt von der Seite und hat die geedit, ne? Das war halt richtig bitter. Das ist halt das Problem. Das Motorrad ist halt ein scheiß Gegamble. Ganz ehrlich, das hat der Heiler gerettet jetzt hier. Das war halt jetzt unlucky. Vielleicht hätte ich das Motorrad auch lieber nicht ziehen sollen. Das hat der Heiler gerettet. Da wir jetzt. Puh, dass er das noch weggeheilt hat. Not bad. Muss man ehrlich sagen. Not bad an der Stelle. Müssen wir denn. Warte mal, ist da. Ach, da hinten ist noch ein Dings, ne? Eigentlich, also ich habe mal letztens eine Taktik gesehen, wo du die ganzen Mobs hier machst, ne? Da drüben, aber naja. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir sie ein bisschen auseinanderkriegen. Das ist halt immer so ätzend mit diesem Blutig-Zeug, vor allem wenn du viele Caster hast, ne? Die wollen dann halt einfach nicht auseinanderkommen. Dann wird's halt richtig nervig. Aber die killen sie ja relativ gut gleichzeitig, also da kannst du nichts sagen. Bloß hat noch keiner den Boss getriggert. Das hätten wir vielleicht gleich noch machen sollen. Manchmal habe ich dann hier noch die Mobs derweil hochgezogen, während der labert. Aber dem dann doch. Wir warten kurz. Mal gucken, wie es läuft mit dem Wegchargen, ob das klappt. Weil hier habe ich es oft. Also, ich mag die Ini immer nicht so, weil sich hier die Leute immer oft wegchargen lassen. Und das dann immer recht ätzend wird. Gut, okay. Rausgehen. Okay, da kommt der erste Charge. Also, hier. Ich habe es hier oft genug gehabt, dass beim ersten Charge. Soll ich mal ein Motorrad ziehen? Okay, ich zieh mal ein Motorrad. War jetzt gerade so die Überlegung, wenn es wieder von da hinten kommt, ne? Achso, ich könnte Inka auch ziehen. Ah, obwohl ich habe hier schon teilweise mit Inka, wenn er hier in der Ecke steht, dann ist das manchmal darüber gesprungen. Habe ich schon mal gehabt, tatsächlich. Ein bisschen gucken. Komm, das müsste gehen, solange ich. Oh fuck it, da müssen wir raus. Muss ein bisschen gucken, da sehe ich die. Okay, da hat er das Ding. Okay, der charge dahin, der charge dahin, das müsste passen. Hat sich keiner wegscheppern lassen. Also, ne? Wenn bei den drei Mobs, wenn du blöd stehst und alle in deine Richtung chargen, manchmal kann man es fast nicht vermeiden, ne? Wenn sich hier jemand wegscheppern lässt. Ist auch kacke, aber es kann manchmal passieren tatsächlich, ne? Aber ich bin hier oft mit Gruppen reingegangen. Dann ist nur der große Typ, ne, der in eine Richtung chargt und das 5 Sekunden gefühlt castet. Und bei dem ersten Charge lässt sich der erste wegscheppern. Dann retze ich ihn. Und
sobald er es wurde geretzt, ne, dann kommt nach ein paar Sekunden wieder der Dings und lässt sich nochmal wegscheppern. Und du denkst, das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Ah, wir stehen aufeinander. Machen wir das mal so. Ja, wenn Zwielichtsverwüstung halt gescheit proc't, ne, dann kommt halt der Damage. So, warte mal. Die Mobs können wir, also die werden hier. Ah, shit. Ja, der ist nicht mehr außer Ding rausgegangen. Ich dachte, der stirbt, nur das war jetzt my bad. Ich dachte, der verreckt ziemlich gleichzeitig. The fuck? Irgendwas buggt hier gerade. Ich hab was umgestellt für. Na. Müssen wir bloß schauen, dass die kleinen Mobs nicht da sind, wo der große ist, aber das passt. Ja, sieht gut aus. Dass ich manchmal, habt ihr gesehen, jetzt bin ich gerade aus der Gestalt rausgeflogen. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich nicht sein. Mit dem kann man dann unten was skippen. Ich würde sagen, die zwei Gruppen machen wir noch und dann skippen wir unten rein. Ich kann nicht die jetzt schon dazu pullen. Nee, nee, nicht die ganzen kleinen hier. Ich hab's jetzt nur noch weggekickt. Nicht, dass sich die große wieder voll halt, ne? Das war jetzt nicht der Plan. Warte mal, desorientieren. Ah, jetzt hat er seinen. Wir haben relativ guten CC dabei, das muss ich sagen. Fuck, jetzt haben wir nichts, oder? Doch. Eigentlich weglaufen, dann machen wir das mal so. Ah, shit, der eine ist ein bisschen schneller gestorben als der andere. Unten können wir noch machen und dann würde ich sagen, skip. Ich habe jetzt immer noch keinen. Das ist halt immer ätzend in den Engen, wenn dann x-mal das Zeug drauf spawnt, ne? Jetzt bin ich überlegen, ziehe ich hier noch? Nee. Oh, das orientieren. Oh, der Heiler ist nicht schlecht, also da kannst du nichts sagen. Halt ganz gut. Und auch die DDs, ne? Die hauen oft CCs rein, ne? Hier so ein Stun oder von einem DH auch. Jetzt kicke ich den nochmal weg. Das macht halt viel aus. Okay, jetzt freue ich uns, dass wir einmal weggehen. Okay, die checken das schon, dass sie mitkommen müssen. Okay, dann skippen wir nämlich jetzt hier einmal. Ich bin nur am Überlegen, wie weit wir durchskippen sollen. Eigentlich können wir auch den Ding gleich skippen, den hier. Ach, sie haben ein Portal gestellt. Ja, gut, dass ich. Mal raus. Das. Lol, das ist eine Blutlache, ist jetzt hier gespawnt. Na gut, jetzt läuft. Diese Zyste hinterlässt eine Blutlache. Alles klar. Können eigentlich hier gleich hinter die Brücke gehen. Scheiß auf die Mobs hier. Skippen wir gleich. Wir hätten am Anfang viel mehr machen sollen. Ich hoffe, das reicht uns jetzt. Wir haben jetzt erst 50%. Aber egal. Also eigentlich wäre es dann sinniger gewesen, am Anfang alles mitzunehmen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier drin war, habe ich am Anfang fast alle Mobs gemacht, ne? Das war halt die Sache. Ich kill den hier nicht, ich ziehe den danach halt hier hinten rein. Wenn er das nächste Mal so ein Ding castet. Okay. Oh fuck, jetzt wurde ich genau jetzt geslowt. Jetzt ziehe ich ihn einfach hier hinten rein. Dann werden wir zwar gleich adden, aber dann haben wir hoffentlich die Putt nicht dabei.
Ja, theoretisch hätten wir auch die Putt mitmachen können, also so krass sind die hier nicht. Der jetzt 100% mehr Damage. Achso, hier muss ich wieder ein bisschen gucken. Kicken wir sie mal ein bisschen in die Ecke rein. Ja, der steht jetzt blöderweise drin, oder? Ah, jetzt hat der Hunter ihn in der Suppe gestunt. Blöd. Na komm raus da. Die mal ein bisschen zurück. Wir werden jetzt halt gleich richtig viel Suppe hier haben. Weit wie möglich. Dass dann möglichst die ganze Suppe hier hinten liegt, aber die laufen halt jetzt wieder durch alles durch, ne? Aber theoretisch kannst du die in der Suppe auch killen, okay. Die mal. Das mal so und die Explore rein. Aber warte mal, eigentlich das war jetzt nicht so clever, nicht, dass die großen Mobs in der Suppe drin stehen von den kleinen. Ah, ne, passt. Also mit vielen kleinen Mobs ist das halt manchmal echt ein bisschen ätzend. Die einen drüben würde ich dann auch noch killen wollen. Wir brauchen halt nur richtig viel Trash, ne? Brauchen halt richtig, richtig viel Trash noch. Denk mal, wir hätten eigentlich auch immer ein bisschen mehr zusammenpullen können. Muss jetzt da ein bisschen rausgehen, dass die Kleinen da am besten nicht in der Schütte drin sterben. Wir sind mal. Oh fuck, jetzt habe ich was gefressen. Sind sie halt alle da. Sind sie halt alle da in der Ecke. Warte, ich LOS gleich mal, dass sie rauskommen. Okay. Gut. Oh, einer ist verreckt. Jetzt den mal, dann kann der andere trinken. So, jetzt, das ist der interessante Boss. Hier steht's und fällt's halt mit den Kicks. Die müssen wir halt ganz runterziehen, dass wir oben auf keinen Fall irgendeine Void-Scheiße haben. Wir hätten halt echt am Anfang tutti completti die Mobs machen sollen, ne? Weil jetzt kannst du hier theoretisch mit dem ja auch nochmal alles skippen. Okay. Das wird interessant. Okay. Three, two, one. Jetzt muss ich weg. Theoretisch kann ich das auch austanken, ne, den Typen. Er ist wieder. Raus. Okay. Fuck, das sind lauter Wirbel, die habe ich jetzt. Ah, die sind jetzt ein bisschen ätzend gespawnt tatsächlich. Ich hab's jetzt auch nicht gesehen. Fuck, ich muss nochmal weg. Müssen wir das anders machen? Ah, die sind jetzt halt ein bisschen kacke da. Alle. Fuck, der Heiler ist hops gegangen. Scheiße. Shit, beide. Okay, das geht jetzt gerade richtig in die Hose hier. Ja, jetzt konnte ich auch nicht mehr kicken.
Da haben sich zwei von dem Wirbel wegnatzen lassen und dann war nicht mehr genug gekickt. Naja. Aber das ist auch der schwierigste Boss hier in der Ding, ne? Das Problem ist, ich kann halt nicht. Jetzt wird der DH geflammt, dass er nicht gekickt hat. Bucket, wo bin ich denn? Wie viele Kicks waren es denn? Aber ich glaube, das lag jetzt nicht nur an den Kicks tatsächlich. Da sind halt zwei blöd weggestorben. Oh, fuck it. Ja gut, ich habe zwei Kicks. Ja gut, der DH hat nur einen Kick, aber das lag jetzt tatsächlich nicht an irgendwelchen Kicks, hätte ich jetzt mal behauptet. Es lag halt an den Wirbeln. Die sind halt alle genau in der Ecke, wo der Tank war. Also ich, ne, mit dem Boss. Sind halt alle drei Wirbel um mich uns herum gespawnt, weil waren halt alle zusammengesteckt. Am besten müssten halt die Ranges ein bisschen weiter außen stehen, dass halt nicht alles aufeinander stackt. Unlucky. Ich liebe das aber immer, wenn was schiefgegangen ist. Es gibt immer einen so einen Aufrührer, der dann irgendeinen Schuld für versucht schuldig zu machen. Ne? In dem Fall jetzt der Hexer macht den DH schuldig, ne? Dass der es verkackt hat. Der DH. Oh, der läuft jetzt hier ewig rein. Wahrscheinlich hat er jetzt nachgeguckt, ob der Hexer. Wie viel Kicks der Hexer hatte. Der. Hier. Nochmal der Hexer. DH-Fragezeichen? Ich lieb das. Immer wenn irgendwas schief geht, dann drehen die Leute hohl. Ich nehme den in Fokus und mache den hier einen Kick. Na, DH ja gleich da sind, oder? Denk DH Hunter Shami, sagt er. Ja, das können wir machen. Lass dir Zeit, Junge, das geht hier. Das ist ja hier nicht, dass es irgendwie getimed wird oder so. Alles easy. 3, 2, 1. Ja, ein bisschen weglaufen. Ist so ätzend, wenn ich kicken muss und dann gleichzeitig ziehen. Was sind wir da ein bisschen, müssen wir ein bisschen weg. Okay, den nächsten muss ich wieder. Muss ich flitzen gehen? Das ist halt teilweise knapp, ne? Ich muss jetzt den Kick machen und dann weglaufen. Ah, schau, jetzt geht meine Zwistung halt wieder ins Nirvana. Macht er hier wieder seine Rune hin? Ah, fuck, jetzt haben wir beide gekickt. Ich glaube, das war bei meiner. Fuck, ich hab. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Einmal raus. Wieder weglaufen. Oh shit. Der Wirbel damals ist zweimal vom Wirbel basteln lassen. Ich dachte, der geht andersrum, ne? Dann habe ich nochmal erwischt hier. Uiuiuiui. Okay, jetzt haben wir nur noch den. Jetzt dürfte es eigentlich kein Stress mehr sein. Aber ich habe vier Interrupts, ne? Ich habe jetzt die meisten Interrupts gemacht. Das müsste ich eigentlich weglaufen, aber das bleibe ich mal stehen. Jetzt haben wir nur noch einen Boss. Das dürfte eigentlich. Ja, sie. Okay. Ich hätte auch vorher nicht weglaufen müssen. Das wäre viel einfacher, wenn ich einfach stehen geblieben wäre. Dann wäre es mit dem Kicken auch nicht so blöd gewesen. Aber ich habe am meisten Kicks, ne? Vier Kicks habe ich hier. Obwohl ich noch weghalten muss. Und was haben wir an Damage? Okay. Also jetzt müssen wir. Wir müssen ja hier. Wir können Skips benutzen. Aber wir brauchen noch relativ viele Prozente, ne? Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Prozenten so richtig machen soll. Wir brauchen halt nur richtig viel Prozente. Können wir die kleinen.
Alter Schalter, müssen die kleinen Trash-Mobs mal killen. Kick sie mal weg. Okay, und jetzt können wir durchziehen. Können eigentlich den skippen. Weiß gar nicht. Ne, wir müssen eigentlich fast alles machen, ne? Keine Ahnung. Dann haben wir zumindest mal einen Mob geskippt, keine Ahnung. Besser als nix, oder? Don't know. Ich hab null auf ein Ding, was wir skippen können und was nicht. Ich denke mal, den machen wir jetzt. Ein bisschen. Ah, dammit. Die sind geedit. Das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt tatsächlich nicht gut. Jetzt haben wir hier den Movement-Part und die ganzen kleinen. Fuck, da kann ich jetzt nicht rauslaufen. Machen wir das mal so. Gerade noch gekickt, jetzt muss ich mal hier ein bisschen raus aus dem Shit. Ach ja. Aber ich glaube, wir müssen da die komplette Brücke spielen, ne? Also ich glaube, das wird nicht. Oh, fuck it. Gut, dass ich die kicken kann. Ich habe voll vercheckt, dass hier dieser Blutungseffekt ist, ne? Gut, dass ich einen Typhoon dabei habe. Ich sag's euch. Ohne Typhoon wäre das jetzt ganz schön ärgerlich geworden. Rex, grüß dich. Also wahrscheinlich hätte ich den einen Mob jetzt auch Dark töten können, wo er stand, weil wir müssen jetzt da oben noch so viel Trash machen, ne? Da wird gar nichts drum rumführen. Jetzt besser so machen sollen, wie ich es am Anfang meinte, dass ich allen Trash ganz am Anfang lege und dann kannst du nämlich hier fast komplett durchskippen, weil das sind ehrlich gesagt halt die Trash-Mobs, die ein bisschen länger dauern. Ist eine Random-Gruppe, ja klar. Ich mach fix Weekly Key. Aber ist jetzt eine ganz okay. Wie gesagt, habe ich das letzte Mal schon gemeint. Wenn du entspannt deinen Weekly Key machen willst, dann mach lieber einen Ticken höheren Key als einen 15er, weil 15er ist mehr Abfuck als 17, 18er oder so. Da hast du meistens Leute, die noch nicht ganz gammelig spielen. Weil 15er, da sind die Leute, die wirklich nur den Weekly Key machen wollen. Und da wird es dann meistens halt nerviger tatsächlich. Ja, aber jetzt machen wir hier einfach mal so viel Trash wie möglich. Wir haben jetzt knappe 80. Ich bin mir jetzt. Tilt and Tackle ist. Das montieren wir nochmal rein. Da müssen wir rausgehen. Ich kann jetzt nur einmal knockbacken, okay, da müssen wir auch nochmal rausgehen. Oh nein, jetzt ist die Zwiezerwüstung halt ins Nichts. Jetzt hoffen wir, dass da nicht gerade der. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir. Den kannst du jetzt nicht ziehen, oder? Komm raus da. Okay, da zum Glück Range Kick drauf. Gut, wir sind. Ja, die Brücke ist halt eigentlich ätzend. Normalerweise skippst du die halt, ne? Aber ich habe am Anfang nicht sonderlich viele Ads gemacht, muss ich zugeben. Deswegen. Muss ich mal gucken, ob es reicht. Und ich war hier eine Weile nicht mehr drin. Aber wir haben jetzt 85%, ne? Der kleine
Der kleine bringt hier nochmal so um die 2. Und dann hast du die Seiten, die müssten auch nochmal so knappe 2, 3, 4% bringen. Also ich denke mal, wir müssten doch eigentlich auf 90 kommen. Und dann hast du ja doch noch ein bisschen Trash vom... Schauen. Dann hast du doch noch ein bisschen Trash da unten. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Eigentlich müssten wir hinkommen. Na fuck, die kleinen... Ah, dammit. Nein, komm raus. Da hat keiner einen Kick. Ich habe keinen Kick ready. Legen jetzt hier ab, den Kollegen. Ätzend, da war noch ein kleiner, der mitgelaufen ist. Und die kannst du halt, ne? Wenn die dann castet, dann müssen wir dann alle LOSen. Ich hoffe, es triggert dann gleich schon einer gleich den Boss unten. Ich denke, wir müssten hinkommen. Ich glaube, ich brauche die Gruppe nicht, die Brücke nicht mehr großartig pullen. Wenn ich mir überlegen, ob ich Inka für den kleinen Scheiß ziehe. Nee, komm, ich spare meine CDs mal für den Boss auf. Weil wir haben ehrlich gesagt nicht ganz so viel Damage. Und eigentlich müssten wir hier genug RE haben, dass ich da jetzt Inka nicht reinlatzen muss. Warte mal, ich das sind hier mal alle. Wie viel bringen die denn jetzt an Prozenten? Die bringen alle 0,14, aber es sind halt einige Mobs, ne? Okay. Der Heiler ist gestorben. Natürlich jetzt suboptimal. Bei den paar Viechern hier echt. Retzen wir den mal. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Ja, 91 sind wir. Das müsste easy reichen. Ich hoffe, die spielen jetzt hier die... Ops, Hunter müsste ready sein. Ja, hier würde ich schon HT ziehen. Hütet euch. Ja, ich hasse den Boss so sehr, ne? Dass der immer nicht mitlaufen will. Ah, wir müssen auf den Hexer mitgehen. Das reicht sonst nicht. Hütet euch. Alter, das war halt echt knapp. Das war halt richtig knapp gerade, dass das noch gereicht hat auf dem Hexer. Ah, jetzt haben zwei wieder gekickt. Okay. Wir sind ein bisschen aus der Kickrote raus, kann das sein? Ich hasse den Boss schon ein bisschen. Okay. Wenn du da dranbleiben willst, das Tank ist halt übelst ätzend. Komm's, na, jetzt kann ich nicht mehr kicken, weil die Orb genau drin ist. Aber der Hexer räumt die Orbs jetzt weg, perfekt. Ja, Alter, okay. Das ist ja gerippt daran. Der hat sich halt da reingestellt, um maximal sich runter zu hitten, was hier eigentlich eine gute Idee ist. Jetzt können wir leider nicht kicken. Kommt sie zu Visum gereint? Nein, die ist vorbeigegangen. Ist halt auch kacke für den DH, ne? Wenn die Orbs halt... Naja, du kannst ihn halt leider nicht immer ziehen. Okay, jetzt ist der DH übernommen. Mal eigentlich stehen bleiben. Hütet euch. Eigentlich können wir durchziehen auf den Boss... den DH jetzt da rausgeklopft hast. Okay, passt. Ja, das wird nichts mehr. 6 Minuten. Das war der eine Vibe halt, ne, den wir hatten. Das sind jetzt noch ein bisschen über 8%, die wir brauchen. Oh,
hier, Tata, den Zot gekillt. Und danke dir fürs Followen. Ja gut, theoretisch kannst du... Ja, also ein paar Abgrundale töten. Also 10% bringst du eigentlich in den Raum schon zusammen. Es ist Trash-Buff, ne? What the... Ich kick die mal weg von mir, keine Ahnung. Bis der Heiler am Stissel ist. Kann mal, ich könnte eigentlich hier... Ich glaube, die haben noch gar keine Blutpulle gedroppt, oder? Ne, hier sind gar keine Blutpulle, okay, stimmt. Irgendwann war ich nämlich hier, glaube ich, schon mal drin, auch mit dem Dings-Effekt. Will nicht unbedingt, dass der eine Typ mich erwischt, der haut nämlich, der dürfte wahrscheinlich ziemlich reinhauen hier. Ah, fuck, jetzt haben wir beide das gleiche Target gekickt. Das ist jetzt suboptimal. Ich kann jetzt halt erst den 4 wieder kicken. Ah, okay, der eine hat reingekickt. Okay. Schauen wir mal, ich müsste ihn eigentlich schon off-tanken können, oder? Schauen wir mal. Okay, so viel haut er jetzt auch nicht rein. Ich dachte, er macht mehr Damage, tatsächlich. Oh, ich habe jetzt den Gruppenchannel nicht angehabt. Irgendwas gesagt haben. Es sind noch 4 Minuten. Also wir müssten ihn halt in einer Phase runterhauen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht dran. Ja, der hat da, dazu hat er, glaube ich, zu viel Life. Ah, gut, dass da eine Zwillichtsverwüstung rein ist. Ach komm, der Heiler hat sich wegscheppern lassen. Junge, Junge, Junge. Warum hast du dich wegscheppern lassen? Warte mal, hat er sich jetzt wiederbelebt und hat sich nochmal oh mein Gott, der Heiler hat's gerade verkackt. Heiler hat sich zweimal wegscheppern lassen jetzt. Ja. Ja, was willst du da jetzt machen? Also, ohne Heal wird das jetzt schwer. Jetzt hab ich noch einen Slow und komm aus dem Shit nicht raus. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Hütet euch. Darf ich mich halt von dem nicht treffen lassen, weil ich habe halt keinen Heiler, ne? Fuck, jetzt laufe ich hier durch die Ding durch. Muss jetzt halt richtig safe spielen. Muss jetzt halt durchgehen, kiten. Den Wunder, dass ich es bis jetzt hier, ne? Dass ich gegen den Boss hier quasi überlebt habe, auch ohne Heal. Mach hier halt weniger Schaden auf den, aber wenn der mich hittet... Ich muss meine Heilung halt für den Boss sparen, ne? Wir müssen es jetzt extrem safe machen. Ich habe halt genug Range, dass ich ihn treffe, ne? Und dass er mich trifft. Ich kann dann zwar nicht die kompletten Melee-Hits draufhauen, aber zumindest einiges. Aber ich mach lieber safe. Fuck, ich stehe in der Suppe drin. Ich habe auch noch ein GS, theoretisch. Fuck, ich habe vorbeigeworfen.
Shit, jetzt castet er seinen Abfuck hier. Ich hab noch eine Heilung. Auch noch ein paar Abgrundwürmer. Nein, der Heiler hat released? Okay. Hätte ihn retzen können. Wir haben nur eine Minute, aber reichen die Würmer? Das sind aber, sind das 2%? Ich weiß es nicht, ob das reicht. Ne, das reicht nicht. Brauchen mehr Würmer. Es hat gereicht. 30 Sekunden. Alter Schalter, war das ein closer Run. Wir haben halt den Boss hier fast ohne Heiler runtergespielt, ne? Das ging halt. Ich hab was nicht gekriegt. Schuhe. Nice. Brauche ich halt überhaupt nicht. Aber ein Weekly Key wieder abgeschlossen. Das war jetzt ein 18er Schrein. Sehr schön. Aber ich muss echt sagen, Random Gruppen 17, 18, sowas rum, läuft wesentlich angenehmer als die 15er, ne? Die Leute haben sehr gut gespielt. Das eine bei dem einen Boss, ne? Das war jetzt halt ein bisschen blöd, aber sonst lief das ja gut. Gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei dem Run. Euer TLA, bis zum nächsten Mal. Ciao.